So, Hallöchen, und da sind wir wieder. Ah, jetzt geht es. Hallo und willkommen zum Let's Play Minecraft mit mir, Iroini, dem Litos Texture Pack, der Musik von Opa spielt, Schrägstrich Moselbert und unserer wirklich schönen Welt und der 1.8.4. Und ich lehne mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster. Heute natürlich wieder ohne. Wir das Eisenerz her? Naja, egal. Wo haben wir unsere ganzen Tools gelassen? Was wollte ich erzählen? Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das wird die letzte Aufnahme mit der 1.8 sein. Wir haben ja jetzt auch schon einiges gesehen und einiges gemacht in diesem Jahr. Und von daher denke ich, ja, jetzt wird bald der nächste erste Snapshot kommen und dann sehen wir uns dann in einer neuen Version wieder. Außerdem habe ich ja momentan genug Folgen. Ich darf mich weit aus dem Fenster lehnen. Ich war fleißig. Nicht so fleißig wie letztes Jahr, aber das kommt noch. So, aber was machen wir heute? Heute nichts so Spannendes. Letztes Mal war ja dort die große Reparatur, wo uns dort alles weggebrannt ist und dann das Einfügen unserer Hardmode-Welt. Heute bauen wir einfach nur. Wir fangen jetzt an bei unserem Birkenholzberg. Dort die Plateaus zu füllen. Ah, eigentlich Plateaus. Wir fangen ja eigentlich mit der Bodenebene an. Und dort werden wir heute ein schönes Häuschen hinsetzen. So. Na, ich bin echt mal gespannt, was uns die Zukunft bringt. Ah, was ich dort gelesen habe auf Mojang, auf jeden Fall eine sehr interessante Zukunft. Modden soll ja bald spezifiziert werden oder vielmehr komplett geändert werden. Man soll ja dann nur noch über VB modden können. Was dann mit dem MC-Patcher ist, das weiß ich nicht. Hier könnten wir noch was machen. Also das gefällt mir noch nicht so. Da hängt so viel Dreck in der Luft drunter. Lass uns mal einen Stapel Dreck nehmen und ein bisschen was dort tun. Übrigens, neue Musikstücke in der Playlist. Jede Menge Entertainment hier. Ah, richtig schöne neue Stücke. Ich glaube, ich habe jetzt alles von Opa spielt. Also ich war heute fleißig. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist der da auch abgebrannt oder sieht das? Ach nee, stimmt, das war ja der Turm. Boah, ich dachte gerade. Der sieht trotzdem etwas komisch aus. Nee, ich gehe jetzt nicht in Creative Mode und fliege dort nicht hoch. Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen von dem Zeug hier, von dem roten Granit? Fragezeichen. So. Da noch hin. Dort noch einen dran. Nee, nee, das darf schon so bleiben. Das ist okay so. Ab hier dann. Dass wir eine richtig schöne Kurve hinkriegen. Einem bestimmten Punkt darf das dann auch gerne voll sein. Da sind wir dann noch an dem Punkt, wo es voll ist. So. Die kommt weg. Da hängen genug dran. Jetzt könnten wir hier endlich noch einen Baum draufstellen. Das wäre ja so ganz vorteilhaft. So, und hier kommt dann
eine Reihe Diorit rum. Der kommt weg. Habe ich jetzt diese blöde Einstellung mit den... Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert. Nee, ist auf normal, denn irgendwie tut es mir heute in den Augen weh. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie schwimmt das gerade so ein bisschen. Texture Pack ist auch wie immer. Ich hatte ja anfangs nochmal mit einem anderen Texture Pack experimentiert, aber das war nix. Nee, hat mir gar nicht gefallen. Was kann ich für dich tun? Nix, okay. So, damit ist das soweit fertig. Jetzt müsste es nur noch irgendwie voll wachsen. Der muss noch weg. So. So, und jetzt machen wir da drüben. Da hatten wir, glaube ich, auch das Problem an einigen. Ne, da haben wir schon. Hier haben wir angehoben. Ich dachte, hier hätten wir auch das Problem gehabt. Ne, das sieht alles soweit okay aus. Ja, das sieht gar nicht okay aus, aber... Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen so wenig... Dreck dabei. Letztes Mal, als wir das gemacht haben. So, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3... So, machen wir das dann so dicht. So, damit ist das auch in Ordnung. Ein Setzling, ein bisschen Knochenmehl, Diorit, Andesit, Granit. Granit war das. Und dann haben wir's. Und wenn ich zwischendurch so ein bisschen in Stottern gerate, es hört sich gerade an, als würde der Rest dieser Wohnung gerade abgerissen werden. Lena, was machst du? Wollte ich jetzt noch machen? Der hat mich jetzt komplett rausgebracht. Setzling, genau. Setzling. Aber ich glaube, da tun wir uns gerade etwas schwer. Ja, aber da wir heute noch Holz brauchen, passt das schon. Da machen wir erstmal den Rest. Ja. Ein See ist ein natürliches Hindernis in der Landschaft. So, das heißt ab hier. Dann. Da noch. Ja, das heißt, wir könnten jetzt hier noch einen Dreck reinwerfen. Und da. Dann machen wir das auch noch einen höher. Und dann. So. Können wir hier eine Fackel draufstellen. Dann fackeln wir allgemein so ein bisschen aus. Denn ohne Fackeln wird das hier nichts. So, und jetzt einfach mal ein von jeder Sorte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Einsammeln. Naja, ein bisschen... Viel Schwung, die neuen Musikstücke. So muss das auch sein. Wir wollen ja hier nicht einschlafen. Wir wollen ja fleißig arbeiten. Noch ordentlich aus dieser Welt rausholen. Vielleicht jetzt noch ein bisschen mischen, dann sieht es wahrscheinlich noch besser aus. Und jetzt noch ein, zwei Bäumchen dort rein. Perfekt. So, Holz, da brauchen wir gar nicht mehr zu hoffen. Da haben wir nichts mehr. Und ich möchte hier gern was Größeres bauen. Da brauchen wir natürlich massig Baumstämme. Und die gehen wir uns jetzt einfach mal holen. Dann haben wir auch unsere Setzlinge. So, einmal durch den Zoll durch.
Was macht eigentlich unsere Hühnerfarm? Ach, wir waren ja vor kurzem da mit Dark. So viel wird sich da nicht getan haben. Oder? Doch, doch, einiges. Da werden noch genug Hühnchen ausgespuckt. So, auf in die Wälder. Zumindest die, die wir noch haben. Du gehst nach Base rüber. Ah ja. Kurz auf. So, und da sind wir wieder. Jetzt ist er auf nach Base. Zur Erklärung, sie hat heute ihr neues Handy bekommen. Samsung Galaxy irgendwas. Und beim Freischalten ihrer SIM-Karte, da scheint irgendwas nicht zu klappen. Wahrscheinlich hat sie, als sie den Vertrag abgeschlossen hat, ein falsches Geburtsdatum angegeben. Und jetzt kann sie ihre Karte nicht freischalten. Naja, jedenfalls ist sie jetzt auf nach Base, um die Sache zu klären. Und wir sahen sie nie wieder. Ach, das wäre doch mal was. Das wäre neu, bisher kam sie immer zurück. Ah, kurz Auge ausjucken. Der blöde Heuschnupfen, dass er einen immer auf die Augen schlagen muss. Hä? Ach, da ist ein Busser daneben. Ja, die werden auch irgendwann mal alle gerodet. Was ist mit dir, Kumpel? Du scheinst hier ein bisschen luftig rumzustehen. Na los. Ja, ah, geht doch. Dann hast du dich bis nächste Mal auch verdünnisiert. Ah. Da vorne. Da beginnt noch richtig dichter Wald. Ja, langsam rücken die schönen Wälder in weiter Ferne. Das lässt ja nichts wirklich für die Zukunft hoffen. Aber das war ja unser... Wow, wird das plötzlich dunkel. Unser Plan. Wartet mal ganz kurz. Ah, ich möchte auch ein bisschen was von der Musik hören. Hatte meine Boxen so leise gestellt, da hört man gar nichts. Hm, toll. Kaum drehe ich die Musik lauter, sind die schönen Flottenstücke weg und es ist ein Trauermarsch. Wie heißt der Stück? Challenging Waltz. Ein Walzer, denke ich mal. Keine Ahnung, mein Englisch ist eingerostet. Ach, was für eine schöne Woche. Bahnstreik. Ihr habt sie ja schon hinter euch. Seid glücklich darüber. Ja, Samstag. Turnier in Düsseldorf. Yay, das wird lustig, dahin zu kommen. Das ist noch eins dieser tollen Turniere, wo es jede Menge neue Karten gibt und wo man sich eigentlich wochenlang drauf freut. Ich spiele ja Sammelkartenspiele. Da muss man ja ab und zu auch mal zu den Turnieren fahren. Namentlich das My Little Pony Collecting Card Game, kurz MLP-CCG. So. Einmal auf die 1.9 bin ich ja wirklich gespannt. Ja, nächste Aufnahme. Zwischen euch und mir liegen dort wahrscheinlich 3 Wochen Let's Play-Unterhaltung. Ihr seid momentan ja gerade mal bei den Wollpyramiden. Naja, okay, viel kommt ja auch nicht mehr. Was kam danach? Das Dingens da? Die Mauer? Na gut, okay, ja, das ganze Ausheben und so, das... Das geht in die Zeit. Und dann der Turm, 5 Stunden. 5 Stunden, 3 Folgen am Tag. Das sind circa 2 Wochen Programm. Und dann die letzte Aufnahme, Reparatur des Waldes. Ausschalten der Blitze. Und einfügen
des Hard-Modes. Bei dem wir übrigens weiterbauen werden, sobald jetzt unser Let's Play-Projekt hier abgeschlossen ist. Da vorne leuchtet was. Haben wir da eine Fackel hingesetzt oder ist das Lava? Ja, jetzt muss die Sonne wieder rauskommen, jetzt wo es hier dunkel ist. Ja, danke. Ein Tunnel. Ist das einer unserer U-Bahn-Tunnel? Nee. Keine Ahnung, was das für ein Tunnel ist. Könnte sein, dass wir uns hier mal nachts verbuddelt haben. Ah! Ach, erschreckt mich doch nicht so. Vielleicht noch eine Kartoffel. Na? Ich werde jetzt nicht heulend in die Stadt zurückrennen. Wir werden heute Nacht mal wieder durchkämpfen. Auch wenn ich die Monster gerade nicht sehe. Ja. Wetten, sobald es in Minecraft Tag wird, ist die Sonne wieder weg. Es ist auch nur eine Stunde am Tag. So 17:30 bis 18:30 und dann ist wieder gut. Ja, das ist so die Zeit. Ich kann leider auch nicht meine Markise jetzt rausfahren. Da draußen Sturm ist, so ein bisschen zumindest. So ein Stürmchen, wenn man es genauer hat sagen will. Na, guck mal, da kommt sie schon wieder. Du brauchst mein Festnetz. Na, da weiß ich aber nicht, ob ich dir das leihe. Du willst aber keine kostenpflichtige Hotline anrufen. Gut. So, jetzt ist er mit meinem Festnetz rausmarschiert. Wieso wir jetzt noch Internet haben, weiß ich nicht. Denn das Festnetz ist jetzt ja weg. Samt Router, samt Kabel, samt Anschluss in der Wand. Sie hat sich das komplette Festnetz genommen. Sagt man das heute so, ich brauche dein Festnetz, nicht dein Telefon? Ich meine, früher hat man noch gesagt, ich brauche das Telefon. Heute sagt man, ich brauche das Festnetz. Oder macht das nur meine Schwester? Ach, diese jungen Leute. So. Ich mach mal hier diese Schranktür auf. Dann haben wir zumindest ein bisschen Schatten auf dem Bildschirm. Ah, und jetzt ist das Licht auch schon gleich wieder weg. Oh, ein gefrorener Quiefer. Aber wirklich schade, wenn es kein MC-Patcher mehr geben würde. Obwohl, ich sag mal, mit den neuen Modellfunktionen haben wir doch vielleicht auch Random-Mob-Funktionen in der 1.8 Vanilla drin, oder? Aber das Ganze auch, Connecting Textures etc. pp., das wird mir wirklich fehlen. Momentan halten sich ja die Gerüchte um die Mod-API. Das ist ja momentan schon wieder kaum postet einer was in Twitter zur Mod-API. Also es wurde eigentlich nur gepostet, dass Mods von Mojang bisher nicht unterstützt wurden. Dass sie geduldet wurden. Ja, das ist ja auch, das entspricht der Realität. Auch wenn man sagen muss, dass dieses Dulden auch mit den Erfolg von Minecraft ausgemacht hat. Deshalb ist Dulden schon etwas unfreundlich und dass Mods halt erst wirklich supportet werden, sobald sie ihre Schnittstelle zur Verfügung stellen. Und dann habe ich noch irgendwo, na eigentlich hat Dark mir das erzählt. Und deshalb, ich weiß noch nicht, was da dran ist, weil ich finde keine Quellen dazu. Glaub nie was, solange du nicht die Quelle gelesen hast. Weil sonst verbreitest du nachher Halbwahrheiten. Auf jeden Fall hat Dark erzählt. Wie gesagt, Dark. Und Dark ist jetzt in dem Fall meine Quelle. Es könnte jetzt wirklich langsam hell werden. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Dark, genau. Hat mir erzählt, dass die API in zwei Phasen oder vielmehr zwei Versionen kommen wird.
Einmal eine Light-API. Die ist, denke ich, ja, das wird wahrscheinlich eine Schnittstelle sein, wo man nicht wirklich viel machen kann. Und dann eine ausführliche Schnittstelle, die man dann allerdings als Modder kaufen muss. Zum Preisen habe ich keine Ahnung, keine Erfahrung, gar nichts. Aber ich denke mal, es wird sich da auch im Rahmen halten. Jetzt hat Dark da natürlich wieder ein großes Tamhai drum gemacht. Bla bla, die Leute, die modden wollen. Übrigens, gemoddet wird dann in VB. Also Visual Basic. Lange her, seitdem ich damit mal gearbeitet habe. Auf jeden Fall eine interessante Idee. Ein Java-Spiel. Oh. Ne? Naja, du hast mich am Arm erwischt. Eine interessante Idee auf jeden Fall für zum Modden, auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, wie das funktionieren soll. Zwischen Java und VB ist schon... Das ist toll. Das hat doch mal Schwung. Nee, auf jeden Fall zwischen Java und VB ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. VB, Visual Basic, basiert ja auf C. Ja. Vielleicht wird Minecraft ja auch komplett auf C umgestellt. Das wäre wirklich mal was Neues. Nee, das normale Modden soll dann auch wegfallen, weil das Spiel an sich dann codiert ist. Das würde dann das Ende vom MC-Patcher, wie wir ihn kennen, bedeuten. Ja, und man müsste sich dann halt, wenn man wirklich was richtig Großes machen will, diese Schnittstelle kaufen. Ich sehe darin Vorteile, Dark sieht darin Nachteile. Also ich möchte erstmal gerne wissen, in welchem Umfang die Light-Schnittstelle ist, ob das nicht für Otto-Normalspieler reicht. Und ich sag mal, die richtig großen Mods würden dann durch diese Kostenintensität natürlich an Qualität gewinnen. Weil nicht jeder modden kann. Vielleicht einen Block hinzufügen, das kann jeder. Aber jetzt richtig irgendwie neue Techniken, das kann nun mal dann nicht jeder. Und das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. So. Endlich wieder Tag. Wie viel Holz haben wir eigentlich schon? Aber wir haben noch gar nichts an Birke. Gibt es keine Birken mehr? Also nur mit einer Holzsorte bin ich aber unzufrieden. Hier gibt es aber auch keine Birken. Dann gehen wir ein bisschen auf Wanderung. Da hinten ist zum Beispiel eine Birke. Ein Biombruch. Und ein Biom-Creeper. Ein Sumpf-Creeper. Der ist jetzt richtig schön grün. Ja, MC-Patcher. Biomabhängige Mobs. Deshalb sind bei uns die Creeper alle braun, weil wir in der Wüste wohnen. So, da sind Fichten. Fichten sind doch schon mal schön. Fichtenholz haben wir ja auch keins mehr. Da bis auf, glaube ich, ein paar Blöcke. Und hier haben wir dann noch Birke. Da haben wir noch mehr Birke. Wie heißt das Lied? Oase. So. Ich bin ja meiner Meinung nach der unmusikalischste Mensch schlechthin. Daher bin ich wirklich froh, dass Opa spielt das für mich erledigt. Ich vertraue ihm da auch. Also ich habe jetzt einmal schräg drüber gehört. Für mehr hat die Zeit nicht gereicht, da ich heute ja noch eine Aufnahme machen wollte, eine kleine. Damit wir wirklich auch mal bei diesem Projekt etwas vorankommen. Die letzte Zeit haben wir uns ja mit allen möglichen beschäftigt. Nur nicht mit unserem Birkenberg. Birkenholzberg.
Irgendwas ist hier über mir. Wo ist das letzte Holz? Das habe ich nicht ploppen hören. Aber ich hab's scheinbar. Huch, hier fehlt ja was. So. Ein Baum.